Willkommen aus Weißenfels. Wir sprechen heute in der Westhalle mit Tim Böttcher vom UAC Sparkasse Weißenfels nach einem 9:4-Sieg gegen Hamburg. Ja, wie hast du das Spiel empfunden? Ja, seid zuerst nach dem ersten Drittel mit einem Rückstand in die Pause gegangen. Erstmal sehe ich gut, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das war definitiv unser Ziel. Ich denke, dass die ersten zwei Minuten ziemlich unglücklich für uns gelaufen sind. Wir waren vermutlich etwas überrascht von der wirklich offensiven Spielweise von Hamburg. Und dann haben wir wirklich das Drittel bis zur Drittelpause gebraucht, um auch wieder reinzukommen in das Spiel. Danach, denke ich, war es eigentlich ganz gut. Wir haben gesehen, Hamburg hat eigentlich meistens mit langen Bällen agiert. Und ihr seid auch, ja, zumindest heute in dem Spiel, sehr, sehr konteranfällig gewesen. Also immer wieder hat Hamburg in Überzahlsituationen vor eurem Tor gestanden. Was ist da passiert? Hat man euch einfach überlaufen, oder? Ja, ich glaube nicht direkt. Es war einfach nur, dass der Wechsel vom gegnerischen Verteidiger, dass er in die Offensive gegangen ist, das war Verabschiedungsprobleme. Und ich denke mal, die müssen wir auswerten für morgen. Und von daher denke ich, dass das nicht das Problem sein wird. Ich denke einfach, das sind Abstimmungsprobleme. Das Ergebnis ist deutlich für euch ausgefallen. Hätte es noch deutlicher ausfallen müssen bei der Anzahl an Chancen, die ihr kreiert habt? Na, ich denke, es hätte höher ausfallen können. Aber es war genauso, dass wir mehr Tore hätten bekommen können. Vielleicht stark, dass wir, beziehungsweise unser Torhüter so wirklich extrem stark gehalten hat. Keine Tore haben gut gehalten, deswegen sind die, denke ich, auch verdient, Best Player geworden. Ich denke mal, das Ergebnis ist schon okay. Vor allem auch in der Differenz. Was erwartet ihr von dieser Best-of-Five-Serie? Denkt ihr, dass Hamburg euch fordern kann? Oder werdet ihr sehr, sehr wahrscheinlich nach drei Spielen hier mit drei Siegen aus dieser Serie gehen? Es ist äußerst gefährlich, mit so einer Einstellung ranzugehen. Ich denke, wir haben gesehen, dass Hamburg uns ärgern kann. Nicht nur das eine Drittel, ich denke auch, dass sie die Möglichkeiten hatten, uns über 60 Minuten lang zu ärgern. Man hat es bei Wernigerode und bei Leipzig gesehen, dass es auch über das ganze Spiel reichen kann. Natürlich ist unser Ziel, ins Finale zu kommen. Aber dass es glatt in drei Spielen ist, ich denke, das wäre ein bisschen arrogant und übertrieben, das ist so rauszubesauen. Wir versuchen natürlich unser Bestes, aber ja, man darf einer nicht so naiv sein und so ranzugehen, dass man locker mit drei Spielen gewinnt. Wie geht ihr jetzt auf das morgige Spiel? Was steht heute noch an? Physio, etwas auslaufen? Was passiert heute noch? Ja, auslaufen haben wir gerade gemacht. Wir werden jetzt gleich oben noch was Kleines essen. Einfach nur für die Regeneration. Dann wird sich jeder nach Hause machen oder mal kurz zusammensitzen in einer geselligen Runde. In der Kabine hängt der Plan für die Physiotherapie. Das ist keine Pflicht, das ist freiwillige Sache. Aber wir nehmen das Spiel genauso ernst wie das Spiel heute. Und Tatsache ist, dass wenn wir morgen schlecht spielen, dann wäre der Sieg heute absolut nichts wert gewesen. Deswegen geht es für uns 100% Konzentration, genauso wie das Spiel heute. Ja. 100%. Ja, nochmal, um auf die fünf Spiele zurückzukommen. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass wir in diesem Modus spielen und ja in einer Best-of-Five-Serie spielen. Wie siehst du diese zwei Wochen mit den jeweils Doppelspieltagen? Ist die Anforderung zu hoch? Ist die körperliche Belastung zu hoch? Oder freust du dich auf diese Serie? Ich muss eigentlich sagen, dass mir das ziemlich Spaß macht. Weil es ja wirklich nicht nur auf die Tagesform direkt ankommt, sondern, wie schon gesagt, es geht halt nicht darum, nur ein Spiel zu gewinnen oder nicht halt war zwei Spiele zu gewinnen, sondern es geht darum, dass man in drei Spielen, ich denke mal, fairer gewinnt. Weil wenn man ein Spiel verliert, da war es früher immer so, da war man absolut unter Zugzwang und musste unbedingt zwei Spiele gewinnen. Jetzt ist es so, dass man, sag mal, mehr Ruhe hat, in Anführungsstrichen. Aber ich finde es sehr gut, so wie der Modus ist, könnte ruhig beibehalten werden. Dass es nächste Saison schon wieder eingehen wird, ist eine andere Sache. Da muss man sagen, ich finde es eigentlich ziemlich cool. Also die zwei Spiele an einem Wochenende, das hat was. Dann, ja, wünschen wir viel Erfolg weiterhin in den Playoffs und danken für das Interview und bis morgen. Ja, bis dann, ciao.